Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich beim Kachelmann-Wetter. Turbulentes und weiterhin stürmisches Wetter erwartet uns am heutigen Dienstag. Ich möchte euch zunächst mal die Großwetterlage kurz erklären. Unser Orkantief Sabine ist weit in den Norden Europas abgezogen. Ein Hochdruckgebiet liegt über Südwesteuropa. Das heißt, wir liegen in einer relativ strammen, lebhaften westlichen Strömung. Wir sehen die enge Drängung der Isobaren, also der liniengleichen Luftdrucks. Und das hat als Resultat zur Folge, dass es sehr windig bei uns ist. Blicken wir auf den heutigen Dienstag im Detail. Es gibt freundliche Abschnitte, auch trockene Abschnitte, aber auch immer wieder Schauer und einzelne Gewitter können auch mal dabei sein. Auch Graupel kann mal dabei sein. Schneefallgrenze relativ niedrig in der Mitte, in der Nordhälfte bei 300 bis 400 Metern. Im Süden sind so 700 bis 800 Meter. Aber in besonders kräftigen Schauern, da kann es die Schneefallgrenze durchaus auch mal weiter runterdrücken. Die Temperaturen liegen meist so zwischen 3 Grad am Alpenrand und 9 Grad am Oberrhein. Der Wind, wie gesagt, stürmisch. Sturmböen kann es durchaus geben, in besonders kräftigen Schauern und generell an der Nordsee sind auch schwere Sturmböen möglich. In der kommenden Nacht gibt es dann weitere Schauer, da kann es auch mal weiter Schnee geben, durchaus auch in tiefere Lagen. Ich will nicht ganz ausschließen, dass es dann morgen früh irgendwo im Norden, vielleicht so rund um Hamburg, auch mal die ein oder andere weiße Überraschung gibt. Der morgige Mittwoch dann weiterhin wechselhaftes Wetter, Sonnenschein, dickere Wolken, kräftige Schauer, einzelne Gewitter, vor allen Dingen in der Nordhälfte. Insgesamt nimmt die Schaueraktivität in der Mitte und im Süden etwas nach, lässt nach und die Schneefallgrenze bleibt ähnlich, meist so bei 300 bis 700 Metern. Temperaturen ändern sich kaum. Am Donnerstag kommt dann von Westen her eine neue Front rein, bringt Regen, Schneeregen, Schnee. Eventuell kann es auch bis in tiefe Lagen vorübergehend mal schneien. In der Osthälfte bleibt es bei ähnlichen Temperaturen freundlich. Das war's von mir. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.